Belgien, Oktober 2001. In der Trainingshalle hat die Weltmeisterschaft bereits begonnen. 31 Nationen sind vertreten, darunter auch die beiden Favoriten Russland und Rumänien. Die UdSSR hat im Laufe eines halben Jahrhunderts bei internationalen Wettkämpfen mehr Goldmedaillen gewonnen als all ihre Gegner zusammen. Diese Vorherrschaft fand 1991 mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems ein Ende. Dennoch hat Russland auch heute noch eine starke Mannschaft, die seit nahezu 40 Jahren von Leonid Arkajew mit harter Hand geführt wird. Seine Liste von Erfolgen ist beeindruckend. Allein in der Mannschaftswertung 9 Weltmeisterschaftstitel und 6 Olympiasiege. Gymnastik ist einer der тех видов спорта, которые представляет нашу страну. Kunstturnen ist eine Sportart, die unserem Land viel Ruhm eingebracht hat. Aufgrund unserer Tradition bedeutet jede Meisterschaft, jeder Wettbewerb sehr viel für die russische Mannschaft. Wir wollen nicht, dass unser Niveau absinkt und werden keinesfalls die Messlatte niedriger ansetzen. Wir müssten uns schämen. Außerdem erwartet man Siege von uns. Deshalb müssen wir uns jedem Wettbewerb mit aller Kraft und Energie widmen, um Höchstleistungen zu bringen. Gegenüber den Russinnen die Mannschaft aus Rumänien. Die Rumäninnen gefährdeten Mitte der 70er Jahre als erste die sowjetische Vorherrschaft. Seither teilen sich beide Mannschaften fast ausnahmslos sämtliche Siegerpodeste. Octavian Belu ist der starke Mann des rumänischen Kunstturnens. Er hat Rumänien regelmäßig zum Sieg geführt, darunter die letzten 4 Weltmeisterschaftstitel in der Mannschaftswertung. Gymnastica aceasta împinsă către performanță. Kunstturnen als Hochleistungssport hat seinen Ursprung in der Sowjetunion. Das muss man zugeben, ob es einem gefällt oder nicht. Alle anderen Länder haben auf deren Grundlage eine eigene Schule entwickelt, die sich vor allem an den damaligen Leistungen der sowjetischen Turnerinnen orientiert hat. An hochrangigen Athletinnen wie Latinina und anderen, die man in jeder Chronik des Kunstturnens finden kann. Olympische Spiele in Melbourne 1956. Larissa Latinina gewinnt die Goldmedaille im Mehrkampf. Mit insgesamt 17 olympischen Medaillen ist sie die erfolgreichste Athletin aller Zeiten. Die UdSSR beherrscht damals uneingeschränkt das Kunstturnen der Frauen. Auf Latinina folgt eine neue Generation von Spitzenturnerinnen. Lyudmila Turischeva, Maria Gorochowskaja, Natalia Kuczynskaja und Olga Korbut. Die sowjetische Turnausbildung ist stark von der Betonung des tänzerischen Aspekts geprägt. Vous voyez à l'écran les meilleurs gymnastes soviétiques. C'est à cela qu'elles pensent dans leur entraînement quotidien. Von frühester Kindheit an wird täglich mehrere Stunden trainiert, unter der Leitung von Choreografen der angesehenen russischen Ballettschule. Для меня это база. Choreografie ist das Allerwichtigste. Sie ist das Fundament. Je nach der Choreografie sieht die Turnübung schön oder unästhetisch, elegant oder ungelenk aus. Alles hängt von der Choreografie ab. Deshalb braucht man einen Ballettlehrer. Стоп, 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 стоп. Вот, Машенька, посмотри,
ты здесь, значит, вот прошла, прошла. Там такой пай-ли-та-ри-та-та-ти-ри-та-лям. Та-ля-ля-ля-ля. Ты раньше разговаривала носками. Встань на носки. Встань на носки и пройди мне назад. Ля-ля-ля-ля-ля. А цель, музыка ля-ля-ля-ля, а ты ля-ля-ля-ля-ля. Viele Kunstturnerinnen stehen lieber auf den Händen als auf den Füßen. Aber sie müssen auch auf den Füßen gut stehen können. Für den Schwebebalken und auch das Bodenturnen ist das wichtig. Beide haben viel vom Ballett. Bei der Weltmeisterschaft in Gand nimmt der Druck allmählich zu. Rumäninnen und Russinnen bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Auf russischer Seite Svetlana Khorkina, 23 Jahre alt, Siegerin von zwei der drei letzten Weltmeisterschaften im Mehrkampf, dem wichtigsten Titel. Ihr gegenüber Andreea Radukan, 18 Jahre. Die Rumänin hat große Fortschritte gemacht und gilt heute als Favoritin. In den 60er und 70er Jahren werden die großen Turnerinnen in Moskau als regelrechte Stars gefeiert, als Idole für die Massen. Lyudmila Turistscheva, Olga Korbut und Natalia Kuczynskaja gelten als Vorbilder, weil sie den Erfolg des Regimes verkörpern. Filmaufnahmen von damals rühmen ihren beharrlichen Fleiß. Jede Geste wird so lange wiederholt, bis sie perfekt sitzt. Sportliche Erziehung war mehr als nur die Vorbereitung auf Meisterschaften oder sportliche Wettkämpfe. Sie war dem stalinistischen Ideal des neuen Menschen verpflichtet. Man musste stark sein, sein Äußerstes geben, nötigenfalls das Unmögliche wagen. Auch die Stachanow-Bewegung spielte hierbei eine große Rolle. Man gab sein Bestes, wuchs über sich selbst hinaus, um so den Sozialismus zu stärken und mit seinen Werten glücklich zu sein. Ein starker Wille führte auch zum Erfolg. Dieser Voluntarismus war typisch für die stalinistische Ideologie. Назад, скорость, скорость. Жестче за ногами, сли, не сли. Хорошо.